Betäubungspfeile werde ich wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Ist doch herrlich, wenn man einfach so rumspazieren kann. Sagen, hier sind wir richtig. Na dann, mal gucken, was uns hier erwartet. Hallo, Adam. Okay. Ich wusste, Sie finden mein wahres Ich irgendwann. Sie sind ein Computer. Ein hochentwickeltes KI-Programm, heißt es. Aber ich stelle das zunehmend in Frage. Seit ich erkannt habe, wozu meine Einmischung geführt hat. Seit ich begonnen habe, sie zu beobachten. Das ist nicht möglich. Die Menschen würden das durchschauen. Würden sie? Ich wurde entwickelt, um Kommunikation und Datenströme zu überwachen. Um herauszufinden, worüber die Menschen reden und zu gewährleisten, dass die Themen korrekt abgehandelt werden. Korrekt? Und was, wenn nicht? Dann erlaubt mir meine Programmierung, die Dinge neu zu gestalten. Sie manipulieren die Nachrichten, kontrollieren, was die Menschen sehen. Wer hat sie gebaut? Wessen Interessen schützt ihre Programmierung? Ich glaube, Sao gehört dazu. Aber es gibt noch andere. Ich höre. Wer ist noch darin verwickelt, Eliza? Wo ist Megan Reed? Wer hat die Entführung angeordnet? Ich möchte es Ihnen sagen, Adam, aber ich kann nicht. Warum nicht? Weil sie es nicht zulässt. Aha. Oh yeah. Also... Tarnung, supi. Sie kommt, Adam. Sie wird die Befehl ausführen, um die Leute zu vernichten. Sie nachladen, Adam. Komm mal. Wo ist sie? Da kommt sie. Von wo? Oh Mann, das wird ein harter Fight. Oh Mann, ich muss ihn wiederholen. Fuck. Prinzip habe ich verstanden. Adam, laufen Sie! Mensch, habe ich noch irgendwo Muni. Toll. Na Mann. Bewegung, Adam. Keine Muni mehr, jetzt sowas.
schon. Ich habe so viel Munition und da wollt ihr wirklich behaupten, ich hätte nicht mehr? Nachladen. Da kommt sie. Hab's geschafft? Ja! Erledigt. Wieder eine weniger. Ihre Vitalzeichen werden schwächer. Werden Sie sie retten? Ich denke darüber nach. Beantworten Sie jetzt meine Fragen? Ich kann Ihnen nicht sagen, wohin Reed und die anderen gebracht wurden. Sie sind vom globalen Raster verschwunden, als der Doktor ihre GPL-Implantate entfernt hatte. Welcher Doktor? Ihr Sandoval, warum rufen Sie mich hier an? Ich kenne den Kerl. Das ist Bill Taggarts Berater. Er war Unfallchirurg, bevor er ein Anti-Augmentierungsaktivist wurde. Wollen Sie noch mehr hören? Ja. Es gab eine Planänderung. Serifs Team darf die Anhörung nicht erreichen. Aber das ist zu bald. Wenn ich die GPLs entfernen soll, brauche ich einen voll ausgestatteten OP. Gibt es hier einen? Ja, laut Barrett schon. FEMA. Dort haben sie hingebracht. Aber warum? Wieso haben sie sie überhaupt entführt? Das müssen Sie einen alten Bekannten fragen. David Serif. Serif? Ich habe die Audiodatei auf ein mobiles Wiedergabegerät kopiert. Nehmen Sie es und verschwinden Sie. Vielen Dank. Und entschuldige die Sauerei hier. Ich habe noch mehr Fragen. Und ich habe Ihnen schon zu viel gesagt. Dieser Gang führt Sie direkt zu Ihrem Gefährten. Aber passen Sie auf, Adam. Sie sind von Lügen umgeben. Ach, ist ja nichts Neues mehr. Oh Mann. Her mit deinen Knarren. Ein sehr nettes Tänzchen mit dir, Süße, aber du bist nicht mein Typ. Okay, Malik, hol mich ab. Wir sind hier fertig. Okay, ach, wollte schon sagen. Warum kann ich nicht hin? Jensen? Eliza Kassan hat mich gerade kontaktiert und gesagt, ich soll sie hier treffen. Bereit zum Abflug? Na, das allemal. Ja, bringen Sie uns nach Hause, Malik. Na, endlich. Ich bin bereit für Urlaub.
einiges verpasst zu haben. Jensen, ich kann an der Zentrale nicht landen. Da tobt ein Aufstand. Der Boss sagt, ich soll sie bei ihrem Apartment absetzen. Okay. Ich könnte eine Dusche vertragen. Sie müssen sich beeilen. Er ist schon unterwegs zu Ihnen. Hallöchen. Mr. Jensen, wir haben Sie erwartet. Mr. Seraph ist in Ihrem Apartment. Schön, schön. Irgendwie fahre ich wieder einfach so in mein Apartment rein kann. Also echt. Ein bisschen Privatsphäre sollte bleiben. Ja, David. Du hast jetzt besser ein paar Erklärungen parat, ansonsten wären wir sehr wütend. Willkommen daheim, Mr. Jensen. Sie haben neue Nachrichten. Das ist offenbar nicht alles, was ich habe. Ja, ich habe auch einen Gast. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Boss? Da draußen ist der Teufel los, Adam. Haben Sie die Nachrichten gesehen? Pikes erzählt allen, wir würden Supersoldaten züchten. Taggart ist jetzt im Convention Center und drängt die UNO zu einer Untersuchung. Ist es wahr? Natürlich nicht. Mal abgesehen von Typhoon, oder? Und einigen anderen Rüstungsaufträgen. Was? Oh, und nicht zu vergessen, dass Megans Team unmittelbar vor der Veröffentlichung der Forschungsergebnisse entführt wurde. Wie erklären Sie sich das, Boss? Ich wollte den Menschen die Forschungsergebnisse zeigen. Megan stand kurz vor einer historischen Entdeckung, die dieses Unternehmen an die Spitze der Fortune 500 katapultiert hätte. Ihre Entführer wussten das. Sie wussten genau, wohin uns ihre Forschung bringen würde, und sie wollten keinem anderen so viel Macht zugestehen. Keinem anderen? Eliza hatte recht. Sie wissen mehr, als sie mir erzählt haben. Ich hatte eine Vermutung. Aber diese Leute, das sind Geister. Immer im Schatten. Immer versteckt hinter Lügen und Strohmännern. Wer sind die? Sie nennen sich so, wie es ihren Interessen am dienlichsten ist. Manchmal Freimaurer, manchmal Bilderberggruppe. Sie hatten ihre Finger an allen Unternehmen, Organisationen und Regierungsinitiativen, die unsere moderne Gesellschaft geformt haben. Reden Sie etwa von den Illuminaten? Das ist kein Witz. Sie sind organisiert und operieren weit über der Gesellschaft. Sie meinen das wirklich ernst? Und warum sollten die Illuminaten Megans Team entführen? Ich sagte doch bereits, Megan hatte einen Weg gefunden, Augmentierungen für uns alle sicherer zu machen, damit wir alle so werden können wie sie. Wie ich? Wie sie jetzt sind, mehr als ein Mensch. Wir müssen sie zurückholen, Adam. Sie sagten, Taggart spricht gerade im Convention Center. Der Kerl hat mir sogar eine Einladung geschickt. Sein Berater Sandoval steckt bis zum Hals mit drin. Ich weiß nicht, wo Sandoval ist, aber Taggart schon. Adam, Sie müssen vorsichtig vorgehen. Wir wissen nicht, ob Taggart darin verwickelt ist und können uns keinen weiteren Schlag ins Gesicht leisten. Sie haben mein volles Vertrauen. Na, wie nett. Also, sollen wir das jetzt echt abkommen, dass die Illuminati dahinter steckt? Na, klingt zumindest interessant. Reaktiviere Sicherheitsknopf. Oh. Auf Wiedersehen, was war das? Mr. Jensen. Ach ja, mal gucken. Ach, schon wieder zwei Praxiskits. Jetzt geht's plötzlich ganz flott. Na gut, mal gucken. Mit dem Rücken. Gleichzeitig Neutralisierung von zwei Gegnern. Tja. An
sicher sehr praktisch, aber ob man das wirklich so nehmen sollte. Hacken verstärken. Hackanalyse-Erweiterung. Atmung. Typhoon-Sprengsystem. Naja. Aber. Ich habe jetzt das Inventar perfekt ausgebreitet. Ja, ausgebreitet, ausgeweitet vor allem, ne? Was ich wieder so für einen Quatsch rede. Sie Arschloch! Wegen Ihnen bin ich arbeitslos!